In dieser Station des Bionik-Lehrpfads geht es um biologische und bionische Selbstreparatur. Das ist ein Thema, das mein Institut sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und was Sie hier sehen, ist Aristolochia oder Pfeifenwinde, eine beliebte Kletterpflanze, die bei uns draußen winterhart ist. Und von dieser Pflanze haben wir eine Idee uns abgeguckt. Wenn diese Pflanze wächst, das wissen die wenigsten am Anfang, sind nämlich die jungen Triebe von Lianen relativ steif, umwinden sich manchmal auch so in solchen, ja, wie Zöpfen und können damit die Reichweite vergrößern, weil sie müssen ja von einer Tragstruktur zur anderen wachsen. Diese Steifigkeit wird erzielt durch einen Ring an verholztem Gewebe und in diesem Ring sitzt das Holz drin. Sobald die Pflanze sich jetzt verankert hat, beginnt das Holz zu wachsen und sprengt den äußeren Ring auf. Und wenn jetzt diese Risse in dem äußeren Ring bis ganz nach außen gingen, wären das ideale Eingangspforten für Pilzsporen und Bakterien. Und deshalb repariert die Pflanze diese Risse, die gehen nie nach ganz nach außen raus. Und sobald so ein Riss auftritt, weil diese Zellen unter Innendruck stehen, 2 bis 3 bar, quellen die in den Rissen, versiegeln den. Und das haben wir umgesetzt für sogenannte pneumatische Strukturen. Also gehören auch Luftmatratzen, Schlauchboote dazu, indem wir diesen Selbstreparaturmechanismus der Pflanze übertragen haben, in sogenannte geschlossenporige Polyurethanschäume. Die werden unter Überdruck ausgehärtet und quellen dann aufgrund der inneren Vorspannungen, verschließen die diesen Riss und der Luftaustritt wird gestoppt.